Mit einem Livestream hatten wir diese Partie hier begonnen bei Master of Orion. Mit einem stinknormalen Video-Let's Play setzen wir sie fort. Willkommen beim Volk der Mäklar. Willkommen bei ihrem Anführer, Bulls Bytes 001. Willkommen bei mir, dem spirituellen Oberhaupt der Mäklar. Wahrscheinlich der Gott, die Gotteseinheit, die über allem schwebt und von ihnen verehrt wird. Vielleicht auch von euch. Das ist Writing Bull. Hallo und willkommen bei Master of Orion in der Version Early Access Phase 2. Die Partie hatten wir begonnen auf dem großen Livestream, dem Preview-Livestream Gründonnerstag vor Ostern 2016, am Vortag, bevor diese neue Version rauskam, und jetzt setze ich sie fort, weil die einfach, finde ich, spannend ist und viel, viel spannender als das Let's Play, was ich bislang gezeigt habe mit Master of Orion. Das war mit der allerersten Version, da hatten wir die Bullrathi gespielt, da gab es noch gar keine Schwierigkeitsgrade, als wir diese Partie gestartet hatten, und das hat man auch ein bisschen gemerkt. Es ist ja ganz oft so bei der Entwicklung von Spielen, wenn die Early Access herauskommt, manchmal sogar, wenn die normale erste Release-Version rauskommt, diese Versionen sind oftmals mit Absicht von den Entwicklern etwas zu leicht gemacht, weil die erstmal wollen, dass die Spieler das Spiel kennenlernen können, ohne unglaublich viele Frusterlebnisse zu haben. Aber wenn sie es dann ein bisschen besser kennen, dann werden oft die Schwierigkeitsgrade nachgepatcht oder erst hinzugefügt, wie in diesem Fall. Und wir spielen hier, arrogant wie ich bin, auf sehr schwierig, auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Und deshalb ist diese Partie, finde ich, hier auch sagenhaft spannend, finde ich zum Beispiel. Also, herzlich willkommen bei diesem zweiten Let's Play, und diesmal spielen wir auf sehr, sehr schwierig. Das ist unser Reich hier. Wir haben hier gespielt 74 Spielrunden. Wir spielen die Mäklar, beziehungsweise wir spielen mit einer individualisierten Fraktion, die aus dem Völkerbaukasten mit Boni und Mali zusammengesetzt ist. Wir sehen aus wie die Mäklar, wie diese Maschinenwesen, wie diese KI. Und im folgenden Boni und Mali habe ich uns zusammengetackert. Wir haben einen ganz geringen Nahrungsverbrauch, verbrauchen 25% weniger Nahrung als andere Fraktionen. Also so viel brauchen wir dann weniger, um einen neuen Bevölkerungspunkt zu erzeugen. Andererseits produzieren allerdings auch unsere Bürger, wenn sie als Farmer eingesetzt sind, Roboter als Farmer, produzieren die auch 25% weniger Nahrung. Und ansonsten ist bei uns alles auf Aggression, auf Rushen, auf Angreifen, auf Erobern getrimmt. Das heißt, wir haben folgende drei ganz, ganz wichtige Boni. Wenn wir einen Planeten angreifen und diesen Planeten besetzen, einen Fremden, dann ist die Bevölkerung sofort assimiliert. Das heißt, das ist quasi der feuchte Traum der Borg, sobald sie können eine Assimilation im Handumdrehen durchführen. Das heißt einfach spielmechanisch, dass die Bevölkerung auf dem eroberten Planeten sofort bei 100% der Produktion, ist egal, ob sie jetzt in die Industrie reingeht, in die Wirtschaft, in die Forschung, sofort arbeiten sie uns zu Ehren und uns zu unserem Nutzen, ohne dass sie sich erst anpassen und assimilieren müssen. Dann sind all unsere Schiffe nach einem taktischen Gefecht augenblicklich sofort repariert. Auch dann, wenn wir das entsprechende Schiffsmodul noch gar nicht erforscht, geschweige denn verbaut haben, finde ich ganz, ganz glorreich. Vor allem denn, wenn man auf eine Flotte von großen Schiffen setzt. Kleinere können ja schon mal ganz kaputt gehen und zerbersten in einem Gefecht, große nicht so schnell. Und der Bau unserer Schiffe ist um 20% da sind die Baukosten reduziert. Wir können also wirklich hier aggressiv spielen, und das machen wir auch. Wir liegen natürlich weit zurück bei den meisten Kategorien. Wir haben bis auf ein Volk alle schon kennengelernt, also 6 Völker haben wir kennengelernt. Das sind die Punktlisten, da liegen wir gar nicht mal so schlecht. Das ist aber deswegen, weil bei den, das ist ja fehlerhaft, das ist die Punktzahl. Das kommt aber daher, weil in die Punkte vor allem die militärische Stärke einfließt, nach meiner Beobachtung. Und da sind wir halt ganz vorne. Aber wenn man sich die wirtschaftlichen Kenndaten anschaut, zum Beispiel, ganz, ganz schlimm, die Bevölkerungsgröße auf dem letzten Platz. Wir sind hier der blaue Strich, das ist schon heftig. Ganz weit vorne die Klakonier, diese Insekten, die vermehren sich wie die Insekten, wie die Karnickel. Und auch die anderen, insbesondere die Sakra, die sind ja auch dafür berüchtigt, haben ganz, das ist diese Reptilienart, diese Reptilienspezies, die hat auch ordentlich an Bevölkerungspunkten zugelegt. Die anderen nur so um unsere Kante herum. Zahl der Kolonien, da liegen wir, liegen eigentlich fast alle, haben 5 Kolonien, da haben wir also mithalten können. Und unsere Armeegröße, zweitgrößte. Die Menschen haben aber, das ist der hellblaue Balken hier, gewaltig aufgeholt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal wieder raus.
Und da habe ich mir eben auch mal den Forschungsbaum angeschaut, was wir schon erforscht haben. Im Augenblick erforschen wir ja hier die Elektronik, um diesen Bonus zu bekommen, dass all unsere Energiewaffen, unsere Laser- und Beamwaffen und wie sie alle heißen mögen, besser treffen. Ich mache stattdessen Folgendes. Ich erforsche erstmal und setze mal drauf, dass das Angeforschte hier bei der Elektronik, dass es nicht verschütt geht, die Neutronenphysik. Denn wir sind kurz davor, einen fremden Planeten anzugreifen und dieses Neutronengewehr, das dann automatisch als Bewaffnung für all unsere Marines freigeschaltet wird, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Denn dadurch verlieren wir beim Besetzen fremder Planeten weniger Truppen. Und da wir weit in der Ferne angreifen, unser Ziel ist, das Reich der Menschen zu erobern. Und die sind ein gutes Stück hier, die hellblauen von den dunkelblauen von uns entfernt. Da müssen wir erstmal hinfliegen. Da müssen wir also schauen, dass wir die Truppentransporter vor Ort auch schnell wieder gefüllt bekommen mit unseren überlebenden Soldaten und dass es viele Soldaten sind. Die Krux ist, wir kommen hier nach Vox nur dann rein. Wir haben ein Kolonieschiff dabei. Das ist unsere Hauptflotte hier. Wenn wir hier diesen militärischen Außenposten vernichten, dann hier reinfliegen, dann schnell eine Kolonie gründen, da können wir auch versuchen, unsere Raumschiffe, die inzwischen auf dem Papier etwas besser sind in den Blueprints, in unseren Entwürfen, die dann halt abzugraden und dann können wir weiterfliegen hier zum Heimatplanet der Menschen. Was mir noch ein bisschen fehlt, das ist die Anzeige. Also das erste Transportschiff, das wir haben, ist hier. Da ist eins. Hier ist eins. Zwei haben wir, glaube ich, bislang. Das ist unterwegs. Eine Runde, zwei, drei, vier, fünf. Also sollten wir das die Neutronenphysik schon freigeschaltet haben. Was mir noch ein bisschen fehlt, das ist die genaue Kenntnis, wo eigentlich die Planeten der Menschen sind. Wir sehen, das ist hellblau, ein bisschen Zoll, das Heimatsystem und Vox. Nicht zu wechseln mit dem Fernsehsender. Und das ist noch ein bisschen durftig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die all diese Planeten besetzt haben. Fünf sollen es ja sein. Ich gehe mal in die Diplomatie rein. Hol mir die Menschen und schau mal, ob wir mal, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe, ob wir Karten teilen können. Können wir nicht. Keine Karten, die interessant für uns wären derzeit. Das heißt, das liegt gar nicht so lange zurück. Wir sind also doch auf dem halbwegs besten Infograd hier. Ja, dann fliegen wir mal eine Runde weiter, klicken uns vorab nochmal einmal kurz durch die Kolonien. Koloniale Steuerbehörde wird hier errichtet auf Meklon 1, damit wir möglichst schnell hier mehr Credits produzieren, um unsere Schiffe aufrüsten zu können. Dann haben wir hier Rialsa 2, hier entstehen Marinekasernen, damit wir neue Soldaten produzieren können. Auf Rialsa 3 steht eine Sternbasis. Wir sind bei den Kommandopunkten, haben wir 20 von 20 ausgefüllt. Das heißt, wir könnten gar keine weiteren Kriegsschiffe bauen im Augenblick, weil es die Kommandopunkte fehlen. Also wir könnten es zwar, aber das würde unglaublich viele Credits extra kosten, pro Flotte glaube ich 10 oder 20 sogar, auf dem Schwierigkeitsgrad hier, also die dann als rundliche Mali dazukämen für die Schatzkammer. Das kann man sich echt nicht leisten. Nicht pro Flotte, pro Schiff und hier ebenfalls eine Sternenbasis, die produziert wird und so weiter. Wobei das hier, das ist echt dürftig. Aber egal, wohin wir stellen, da habe ich den einzigen ganz dicken Fehler gemacht beim Live-Abend. Ich habe leider einen Planeten besiedelt mit Gravitation hoch und wusste nicht genau, welchen Schaden das bringt. Und aus dem Chat kam es widersprüchliche Informationen. Die einen sagten, macht es auf gar keinen Fall. Alles ist dann reduziert um die Hälfte, egal ob Nahrung, Produktion oder Forschung. Ja, die Kollegen hatten recht, aber ein anderer meinte, nee, das betrifft nur die Produktion. Da habe ich gedacht, ach, das nehme ich mit, das ist ja sonst ein super Planet. Pustekuchen, der Kollege hat leider nicht recht gehabt. Das ist bitter. Irgendwann werde ich aber sicher die Forschung freigeschaltet haben, die meinen Meckler ein gutes Leben auf diesem Planeten erlaubt. Das sind hier unten die beiden Extraplaneten, das ist der mit der hohen Schwerkraft. Dann haben wir Thespia 2, auch da entsteht eine Sternenbasis. Und hier sind wir bei unserem Heimatplaneten wieder. Zwei hier, einer da. Und hier auf Rialsa in dem Sternensystem haben wir zwei und eine Runde weiter. Das ist die Einführung. 9 Minuten habe ich dafür gebraucht. Das ist der Zwischenstand, damit wir alle auf einem Info-Level wieder sind. Wir fliegen durch. Okay, hier sind wir mit einem Zerstörer bei einem... hier sind wir bei einem Scout. Wann kommen unsere unser erster Truppentransporter? Kommt erst da. Ein Späher. Vorziehen, dann vorziehen, erobern.
Flotte vernichten, aber dann könnten die, falls sie hier besiedelt sind, auch schon mal nachrüsten. Nee, ich warte tatsächlich ab, bis mindestens ein Truppentransporter da ist. Andererseits, wenn der Planet noch nicht so lange besiedelt wäre, dann sind da vielleicht gar keine Marinebaracken, Marinekaserne. Ich mache das doch mal. Ich lasse den Scout hier mal durchziehen. Ich nehme den Zerstörer, ziehe hin und werde in der nächsten Runde dann hier angreifen. Marinekasernen auf Rialsar 2 gebaut. Damit haben wir hier 4 Verteidigungssoldaten. Die packe ich gleich in einen Truppentransporter rein. Da ist er, braucht nur 3 Runden. Den können wir vielleicht etwas beschleunigen, den Bau. Dann so wären es 2 Runden. Ob das den Kohl fett macht? Wir machen das mal so, dann haben wir einen weiteren Bürger in der nächsten Runde. Nochmal eine Runde weiter. Was mir übrigens immer noch richtig gut fällt beim Master of Orion, das habe ich auch beim Livestream gemerkt. Und ich habe auch danach noch ein bisschen so für mich weitergezockt. Das Spiel ist echt unglaublich zugänglich. Man kommt so schnell rein, es ist so flüssig, klar. Es ist nicht so super komplex wie irgendwelche anderen 4X-Galaxie-Spiele, die es ja auch gibt. Es gibt ja genug Konkurrenten. Aber die zahlen oftmals einen hohen Preis dafür, dass man halt lange braucht, bis man sich eingearbeitet hat. Und das Spiel wird ja sicher noch komplexer werden, aber was echt ein Trumpf ist, finde ich. Man kommt unglaublich schnell rein, Partien laufen zügig und man kapiert schnell, wo der Hase läuft. Das ist schon eine feine Sache. Auch wo der Roboterhase übrigens läuft, um mal ein bisschen Roleplaying hier zu betreiben. Weltraumfabrik, toll. Das heißt, wir haben jetzt einen Kommandopunkt mehr und schaut mal, das ist das, was ich meinte. Gleich minus 20 Zwischensumme der Flotten. Das können wir uns nicht leisten. Das heißt, wir schnappen uns jetzt einen unserer Scouts. Ich suche mal, wo der nächstbeste ist. Haben wir hier einen drin? Nee. Wir werden hoffentlich irgendwo einen Scout haben. Das ist ein Scout der Menschlein. Das ist unser Truppentransporter. Scout. Wir werden hoffentlich irgendwo... Oh, da habe ich mich ganz verklickt. Wo ist denn unsere Flottenübersicht hier? Flotten. Das ist die große. Truppentransporter. Truppentransporter. Oh, wir haben keinen mehr. Wir haben nichts, das wir vernichten können. Das ist ja klasse. Das ist ja großartig. Das ist ja zauberhaft. Wann ist denn die nächste Sternenbasis fertig? Erst in 4 Runden. Ach, wisst ihr was? Ist zwar ein bisschen Banane. Dann mache ich den Außenposten wieder kaputt, weil das kann ich mir echt nicht leisten. Bin wieder bei plus 9 und sag dem einfach hier, play it again, Sam. Weil ich feststelle, er kann es im Augenblick gar nicht. Jetzt kann er es. Neu angeklickt. Militäraußenposten nochmal, komm. Ich weiß, das wirkt jetzt nicht wie eine super durchdachte, intelligente, dicken Strategie. Ich ringe um Worten. Es fällt mir immer schwer, meine eigenen Fehler zu beschreiben. Es fällt mir bei den Fehlern anderer leichter. Rialsar 2 hat einen neuen Bürger. Klasse. Truppentransporter. Neutronenphysik. In 3 Runden so. Okay. Alles klar. Ja. Fliegen, fliegen, fliegen. Flotte uns packen. Wo haben wir sie? Hier. Und wir fliegen rüber und gehen hier mal gucken. Das nächste Schiffchen ist hier. Oh, das ist ja schon der Truppentransporter. Der ist erst in der nächsten Runde da. Guck mal hier, beim Wurmloch parken andächtig nebeneinander. Ein Speer der Menschlein und ein Speer der Psylonia. Was für ein romantischer Anblick. Eine fliegende Untertasse und ein Star Trek-Flugzeug kuschelig miteinander vereint. In Raumschiff-Ehe. Irgendwo in der Nähe eines Wurmlochs, da geht auch glatt das Abendrot und ach wunderbar, was für ein wunderbarer Anblick. So, und wir lassen uns davon aber nicht abhindern und fliegen erstmal. Nix da, wir machen einen Überraschungsangriff. Ich nehme den mit, den Truppentransporter. Ich warte hier eine Runde noch. Naja, haben die irgendwie Credits auf der hohen Kante, die Menschlein? Wir gehen auf Vox drauf, die bauen uns da, bauen da irgendein Schiffchen, machen irgendwas Verrücktes. Despia 2 ist gewachsen, klasse. Sternenbasis geht dann umso schneller. Wir haben kaum Nahrungsverbrauch. Sehr schön. Alles bestens hier.
Aber ganz immer noch die hohe Gravitation, das ist echt ätzend hier. Truppentransporter hier fertig, sehr schön. Als nächstes bauen wir was? Neues Kriegsschiff. Wie viele Bewohner haben wir hier? Eigentlich genug, um eine Steuerbehörde zu bauen, koloniale Steuerbehörde. Oder noch ein Schiffchen bauen. Noch mal einen Zerstörer für hinterher schicken. Mache ich doch. Zerstörer 4. Derweil gucke ich mal, ob ich im Schiffsdesign hier dem auch schon den besten Antrieb zugewiesen habe. Fusionsantrieb ist, glaube ich, der jüngste, ne? Ich denke auch. Den Truppentransporter schnappen wir uns und schicken ihn hierhin. Und auf ich ziehe die Steuerbehörde vor hier. Wir müssen unsere Schiffchen aufrüsten. Die halten sonst nicht mit. Besser die nachher aufleveln können, indem wir hier immer... Oh Gott, was ist denn hier schon wieder los? Nein. Schon wieder Gold verloren durch diesen einen Truppentransporter. Wann kommt denn endlich die Sternenbasis? Nur noch in 2 Runden. Kann man das verringern? Nee. Ach komm, da müssen wir jetzt durch. Das ist echt heftig. Boah, wie das ins Geld geht, da kann ich kaum hingucken. Piratenflotte irgendwo entdeckt. Aha, wo, wie, was? So, und hier können wir jetzt vorfliegen. Hihihi. Tatsächlich. Ein Planet neben dem anderen. Die werden nicht überall Kasernen haben. Wir müssen die der Reihe nach abklappern. Wenn wir Glück haben, da können wir eben Hand umdrehen. Da sind gerade jede Wette, dass da ein oder zwei Planeten ohne Verteidigung ist. Wenn wir 4 Planeten, wenn wir Glück haben, können wir davon einen guten Teil mitnehmen. Boah, ist das spannend. Eine Runde weiter. Boah, ich bin so neugierig, wie viele von diesen Planeten wir bekommen können. Status der Galaxie. Oh oh. Also die drei sind wir nicht. Die sind alle stärker als wir beim Militär. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Haben die alle Armeegröße? Menschleins, oh, schaut euch das mal an. Zack, zack. Die Menschen haben massig aufgerüstet. Haben die unsere Präsenz vielleicht bemerkt? Psylonia? Aber wir rüsten ja auch auf, ne? War das mit Menschen? Wir können nur hoffen, dass die im Gegensatz zu uns nicht alles auf einen Schlag haben. 4000 Punkte. 3,7. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Die sind stärker. Die sind stärker wegen des militärischen Außenposten. Jetzt kommt's drauf an. Wann bin ich nervös? Der muss so mächtig sein. Wir müssen gucken, dass wir die Fregatten abgeschossen bekommen. Auch schon das Kolonieschiff und den Truppentransporter. Jetzt wird's echt schwierig. Siegchancen ungünstig. Ich ahne echt Schlimmes. Das ist jetzt schon der frühe entscheidende Punkt hier bei dem Let's Play. Das ist die Entscheidungsschlacht. Jetzt schon. Wir müssen versuchen, uns irgendwie aus der Waffenreichweite des Militäraußenpostens rauszuhalten. Ich kriege eine ganz trockene Kehle, ich bin schon am Schlucken. Angreifende Schiffe 9, verteidigende Schiffe 14. So, das ist der... Boah.
Das ist der Außenposten. Die Schiffe, die verstecken sich alle hinter dem. Also das Kolonieschiff, die lassen wir natürlich hinten. Das Kolonieschiff schicken wir hier hin. Der Truppentransporter auch hier hin. Die schicken wir hier hin. Die Fregatte schicken wir da hin. Die Schiffe der Menschlein. Ich mache mal die KI aus. Ziehen ein bisschen dichter zu dem Planeten hin. Zu dem Außenposten hin. Wir haben überwiegend Raketen. Ich stoppe mal. Das heißt, das ist die Reichweite, ab der wir schießen, also relativ weit weg. Das wagen wir. Wir machen mal hier von ganz weit weg ruhig schießen. Wir machen einen Linienangriff, klar. Ziehen dahin. Und mit der kleinen Fregatte, die leider nur Strahlenwaffen hat. Die kann auch zurückbleiben und hier die verteidigen. Das macht keinen Sinn. Komm. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir den Gegner aus der Reserve locken können. Erst die Schiffe vernichten, dann den Außenposten. Mann. Geht das gut? Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Oh, wir können nicht ganz weit raus. Wir können nur so bis hierhin vielleicht ziehen. Wir können den Gegner rauslocken. Ihr müsst euch da rauslocken lassen. Jetzt schießen die. Ich stoppe mal. Der militärische Außenposten ist nicht beteiligt. Rückzug kommt gar nicht in Frage. Feuer einstellen auch nicht. Die sollen hier genau bleiben. Gibt es einen Bewegungsbefehl stoppen? Ich habe denen ja gar keinen Bewegungsbefehl gegeben. Wie die umeinander herumtänzeln. Der militärische Außenposten schießt nicht mit. Nein. Rückzug? Warum geht nicht Rückzug? Rückzug. Feuer einstellen. Rückzug. Rückzug ist deaktiviert. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Was für ein Debakel. Die Menschen haben den Angriff der Mekla abgewehrt. Da kann man es auch formulieren. Man kann auch sagen, die Menschen haben die Mekla vernichtet. Die haben unsere gesamte Flotte. Weg. Unsere Flotte. Futsch. Unsere Flotte besteht noch aus einem Truppentransporter,
einer Weltraumfabrik. All das, was wir uns aufgebaut hatten, die gesamte Taktik, ist in diesem Augenblick zerstoben und ist zerschollen. Wir haben nichts, all unsere Vorteile, unsere Boni, die wir uns eingestellt hatten bei der Zivilisation, hatten wir auf Angriff gestellt. Unsere gesamte Flotte ist in einem einzigen Angriff zerstört worden. Wir liegen wirtschaftlich im Hintertreffen bei der Bevölkerung. Wir liegen hoffnungslos zurück bei der Militärstärke. Es ist, kann man nüchtern feststellen, die einzige Möglichkeit, die Partie noch zu gewinnen, würde darin bestehen, wenn wir uns irgendwie den Kopf einziehen würden und es gäbe irgendwie glückliche Zufälle, dass die KI sich ständig gegenseitig bekriegt und uns nicht ernst nimmt, für voll nimmt, vielleicht, dass wir uns irgendwie den Kopf einziehen und eine Tarnkappe überziehen und irgendwann die Reste aufwischen, wenn die KI sich gegenseitig fertig gemacht hat. Aber wie wahrscheinlich ist das? Bei einem Schwierigkeitsgrad sehr schwierig, der wohl in der Praxis bedeutet, dass die KI legal massiv cheaten darf, haben wir ja gesehen. Und dass wir wahrscheinlich auch bei der Diplomatie bevorzugtes Angriffsziel sind der KI. Das ist ja oft bei Spielen solcher Art. Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, Reload. Ich tue einfach so, als könnte ich in die Zukunft blicken und hätte eine Glaskugel und entscheide mich, 3 Runden vorher nochmal anzugreifen. Zweite Möglichkeit. Ich bin ein Ehrenmann, ein Ehrenroboter und gestehe meine Niederlage ein. Ich stehe sie ein. Klappe groß aufgerissen, sehr schwierig, alles auf eine Karte gesetzt. Anders geht das nicht. Hat nicht geklappt. Pech gehabt, Volk vernichtet, Let's Play beendet. Ich starte ein neues. Ich komme zurück.